Hallo zusammen. Was braucht man, um einen tollen Film zu machen? Ein eingespieltes Team, bestehend aus echten Profis, eine Prise Glück, aber vor allem natürlich eine spannende Story. Ohne sie wäre die Produktion eines wirklich guten Films undenkbar. Aber woraus schöpfen die Drehbuchautoren ihre Ideen? Mal aus der Vergangenheit, mal aus dem realen Leben. Doch alles der Reihe nach. Lasst uns loslegen. Bösewicht in Für immer Shrek. Die Macher von Für immer Shrek haben die Zuschauer um das Schicksal des gutmütigen Ogers ganz schön zittern lassen, nicht wahr? Wisst ihr noch, welchen Pakt er mit dem widerlichen Zauberzwerg Rumpelstilzchen geschlossen hat? Ein einzelner Blick auf den Bösewicht genügt, um zu erkennen, dass man es mit ihm besser nicht zu tun haben sollte. Aber welche Inspirationsquelle haben sich die Macher bei der Gestaltung dieser derart abstoßenden Figur bedient? Der Charakter ist aus einem Märchen entliehen, das in Europa spätestens seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist. Seine populärste Version stammt aus der Feder der Gebrüder Grimm und handelt von einem Müller, der von seiner Tochter gegenüber dem König behauptet, dass sie Stroh zu Gold spinnen könne. Der König lässt die Tochter kommen und stellt ihr die Aufgabe, über Nacht eine Kammer voll Stroh und Gold zu spinnen, ansonsten müsse sie sterben. Dann taucht ein kleines Männchen auf. Er bietet ihr zweimal gegen ihren Schmuck Hilfe an und spinnt für sie das Stroh zu Gold. Beim dritten Mal verlangt es von der Müllers Tochter ihr erstes Kind aus der künftigen Ehe mit dem König, worauf sie ebenfalls eingeht. Genau wie in Shrek endet die Geschichte mit einem Happy End und Rumpelstilzchen zerreißt sich vor Wut selbst. Klar sollte man sein Kind keinen bösen Zauberer zur Obhut überlassen, aber findet ihr nicht, dass man Rumpelstilzchen trotzdem irgendwie unfair behandelt hat? Der gestiefelte Kater. Wie toll es wäre, wenn bestimmte Trickfilmfiguren in echt existieren könnten. Nehmen wir zum Beispiel den gestiefelten Kater. Stellt euch nur vor, wie cool es wäre, so einen Kumpel zu haben. Er würde für euch sowohl einen Menschenfresser erledigen, als auch dafür sorgen, dass ihr ein Schloss und sogar eine Prinzessin zur Frau bekommt. Ihr würdet ihm bestimmt das beste Futter vorsetzen, das es überhaupt gibt. Doch in der Fassung dieses Märchens zeigt sich der Besitzer gegenüber seinem Pflegling alles andere als dankbar. Im alten italienischen Märchen hat die Hauptfigur Don Joseph einen Fuchs als Tierhelfer. Im Übrigen weiß es kaum Unterschiede zur Fassung, die wir alle kennen. Der listige Fuchs ermöglicht es seinem Besitzer, im Tausch gegen das eigene Leben reich und ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft zu werden. Er wird sogar mit einem schrecklichen Oger fertig. Und was kriegt er als Dank dafür? Sein Besitzer handelt wie ein klassischer italienischer Mafioso. Er tötet den Fuchs, damit keiner von seiner wahren Herkunft erfährt. Klingt wie die Handlung eines Thrillers, oder? Coraline. Ja, die Kinder kriegen ein bisschen Angst, aber sie reagieren auf diese Geschichte wie auf ein Abenteuer. So hat der Schriftsteller Neil Gaiman den Animationsfilm Coraline kommentiert, der auf einem seiner Romane basiert. Das nennt er ein bisschen und ein Abenteuer? Der Film ist doch zum Teil gruseliger als Insidious. Man denke allein an die anderen knopfäugigen Eltern der Hauptfigur. Wie kann man sich solche unheimlichen Figuren überhaupt ausdenken? Laut Gaiman hat er zwei Inspirationsquellen. Zum einen die Geschichte seiner Tochter, welche sie im Kindergarten erdacht hat. Hättet ihr übrigens kein Problem damit, dass eure Tochter derartige Geschichten erfindet? Und zum anderen eine sehr sonderbare Erzählung einer viktorianischen Schriftstellerin namens Lucy Clifford mit dem Titel New Mother. Es ist eine echte Horrorstory. Da begegnet den Kids im Inneren einer Trommel, in der winzige Menschen leben, eine furchterregende Kopie ihrer Mutter mit einem hölzernen Schwanz und einem Glasauge. Darüber hinaus bleiben sie im Buch von Clifford für immer bei ihr. Gaiman hat uns aber mit diesem Detail verschont. Balto. Dies ist ein zweifelsohne ausgezeichneter Zeichentrickfilm, aber ist es denn Grund genug, um für dessen Hauptfigur ein Denkmal im New Yorker Central Park zu errichten? Natürlich nicht. Es ist eine Statue zum Andenken an den berühmten Siberian Husky Balto, das echte Vorbild der Trickfilmfigur. Diese Geschichte, die klein und alt gleichermaßen begeistert, basiert auf wahren Begebenheiten. Im Jahr 1925 haben 150 Schlittenhunde trotz Schnee, eisiger Kälte und stürmischem Wind über 1000 Kilometer zurückgelegt, um in einem kleinen Ort im Westen von Alaska, in dem die Diphtherie ausgebrochen war, das Serum, das die Krankheit aufhalten sollte, zu bringen. Die Strecke, für die man normalerweise mindestens einen Monat brauchte, wurde in nur 127,5 Stunden bewältigt. Es war hauptsächlich zwei Hunden zu verdanken, dem dreijährigen Balto, der die letzte Etappe absolvierte, und dem zwölfjährigen Togo, der unverdientermaßen in Vergessenheit geraten ist. Der Vierbeiner hat den schwierigsten und längsten Wegabschnitt zurückgelegt. Tja, nun kennen wesentlich mehr Leute seinen Namen. Bestimmt wedelt er jetzt vor Freude mit dem Schwanz im Hundeparadies. Anastasia.
Anastasia, der durch tolle Animationen, einen wunderschönen Soundtrack und natürlich durch den Sieg des Guten über das Böse besticht, braucht den Vergleich zu Disney nicht zu scheuen. Doch wie Geschichtsfreunde wissen, ist der wahre Hergang der Begebenheiten, auf den er basiert, ein völlig anderer und um einiges düsterer gewesen. Anastasia war tatsächlich eine Tochter des russischen Zaren Nikolaus II. Außer ihr hatte er noch 3 Töchter und einen Sohn. Anastasia war ein sehr lebensfroher Mensch. Selbst als sie im Alexanderpalast gefangen gehalten wurde, fand sie Zeit, um zu schaukeln. In einem Brief erzählte sie, wie lustig es gewesen wäre, von der Schaukel zu fallen. Doch leider hat ihr Leben in Wirklichkeit ein ganz schlimmes Ende genommen. Im Laufe der Revolution von 1917 wurde sie zusammen mit den restlichen Mitgliedern der Zarenfamilie erschossen. Nach dem schrecklichen Ereignis entstand eine Legende, wonach Anastasia überlebt hätte. Und sie war es, die die Macher des Zeichentrickfilms als Vorlage benutzt und die junge Großfürstin mit ihrer Oma auf der Leinwand wieder vereint haben. Aber eigentlich sind Zeichentrickfilme doch genau dafür da, um Menschen an Wunder glauben zu lassen, nicht wahr? Vaiana. Die in Vaiana gezeigte Welt ist so bizarr, dass sie wie ein Fantasiegebilde anmutet. In Wirklichkeit aber dreht sich alles in diesem Disney-Film, und damit meinen wir jedes noch so kleine Detail, um die Mythologie der polynesischen Völker. Angefangen beim Namen der Hauptfigur, die in vielen polynesischen Sprachen für den Begriff Ozean steht, bis hin zu allen anderen Charakteren. So ist die Figur von Maui zum Beispiel von einem mythologischen Halbgott inspiriert, der auch einen Angelhaken hat. Einer Legende zufolge hat er damit die polynesischen Inseln zusammengezogen und eines Tages einen dermaßen großen Fisch gefangen, dass er sich in die neuseeländische Nordinsel verwandelt hat. Oder nehmen wir zum Beispiel diese komischen Kokosnüsse mit Armen und Beinen, die im Trickfilm Kakamora genannt werden. Sie tauchen hier auch nicht von ungefähr auf. In der Kultur der polynesischen Stämme sind sie als Waldbeschützer, aber auch als Menschenfresser bekannt. Kurzum, ihr solltet euch den Disney-Film nochmal mit diesem Hintergrundwissen anschauen. Der König der Löwen. Könnt ihr sagen, wie oft ihr der König der Löwen gesehen habt? 5, 10 oder vielleicht 50 Mal? Selbst wenn es so ist, könnte euch dieser Disney-Klassiker trotzdem immer wieder mit neuen Details überraschen. Glaubt uns. Man ginge lange Zeit davon aus, dass der Zeichentrickfilm von Shakespeares Hamlet inspiriert wäre. Doch seit kurzem gibt es diesbezüglich eine neue Fantheorie. Ihr zufolge soll die Geschichte des berühmten Musicals weitgehend aus der Biografie eines realen westafrikanischen Staatsoberhauptes namens Nare Magan Konaté basieren. Überzeugt euch selbst. König Nare Magam Konaté als das mögliche Vorbild von Mufasa bekommt einen Sohn, dem prophezeit wird, dass er mal ein mächtiger Herrscher wird. Obwohl Sohn Diata, der stark an Simba erinnert, behindert auf die Welt kam, schaffte er es später wieder gesund zu werden. Doch nach dem Tod des Königs bricht ein heftiger Thronfolgestreit aus und der Junge muss fliehen. Aber genau wie der Film hat auch diese Story ein Happy End. Die Bürger bitten den Königserben darum, das Land von einem grausamen Thronräuber zu befreien und die Staatsführung zu übernehmen. Sohn Diata gelingt es, ihn zu vertreiben. Anschließend baut er ein riesiges Reich auf und bekommt von seinen Untertanen den Spitznamen, Achtung, der König von Mali. Onward, keine halben Sachen. Gibt es unter euch welche, die diesen bewegenden Fantasy-Film von Pixar gesehen haben? Es ist ein Jammer, dass er so kurz in den Kinos lief, zumal er auf einer wirklich sehr rührenden Geschichte basiert. Sowohl der Regisseur des Films, Dan Scanlon, als auch sein Bruder können sich an ihren Vater nicht mehr erinnern. Er starb, als beide noch ganz jung waren. Im Erwachsenenalter haben sie es versucht, sich anhand von Erzählungen, Fotos und kurzer Videoaufnahmen auf Kassetten ein Bild von ihm zu machen. Doch es erwies sich als nicht genug. Laut Dan hätte er auch weiterhin mit einer inneren Leere leben müssen, wenn dieser eines Tages nicht in Inspiration umgeschlagen wäre. Im Film wird es zwei jugendlichen Elfenbrüdern durch Magie ermöglicht, einen letzten magischen Tag mit ihrem verstorbenen Vater zu verbringen. Aber Scanlon meint, dass der Film ihm geholfen habe, seinen Vater für immer zurückzubringen. Wer wagt es nun zu behaupten, dass Kunst sinnlos wäre? Alles steht Kopf. Kaum zu glauben, aber dieser preisgekrönte Computeranimationsfilm von Pixar begann mit der einfachen Frage, was geht in ihrem Kopf vor? Sie stellte sich der Regisseur Pete Docter, als sich seine 11-jährige Tochter Ellie von einem verspielten Mädchen plötzlich zu einem kleinen mürrischen Ding gewandelt hat. Für Pete war es so, als ob sich ihm ein Fenster zur magischen Kinderwelt verschlossen hätte. Er war so bedrückt, dass er es seinem Kollegen, dem Pixar-Produzenten Jonas Rivera, erzählen musste. Und da kam den beiden Männern eine geniale Idee. Der beste Weg, sich Klarheit über die Emotionen und Gefühle von Ellie zu verschaffen, wäre, einen bunten Animationsfilm darüber zu machen. Laut dem Regisseur seien manche Details im Film zwar von seinem eigenen Kinder-Ich inspiriert, doch seine Tochter habe bei dessen Produktion eine maßgebliche Rolle gespielt. Tja, danke Ellie, dass du uns dieses tolle Animationsabenteuer beschert hast. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.